Ja, hallo und servus. Bevor ich zu den Horrorleitungen an der Hinterachse komme, zeige ich euch den Vorgang an der sauberen Vorderachse, hier bei einem BMW E90. Das System findet man aber bei verschiedensten Herstellern. Kleiner Tipp, damit die Bremsflüssigkeit bei der offenen Leitung nicht einfach rausfließt, kann man sich einen einfachen Zargenspanner holen. Den Link gebe ich euch in die Beschreibung. Der kostet auch wesentlich weniger als das Kfz-Äquivalent. Na, Elva? Dann kann man schon die Überwurfmutter an der starren Leitung lösen und das Anschlussstück des Schlauchs aus der Halterung ziehen. Hier sieht man auch diese Zähne, die den Schlauch fixieren. Die U-förmige Feder verhindert, dass sich der Schlauch aus dieser Halterung bewegt. Jetzt den Schlauch aus den Blechhalterungen lösen. Am besten man erfüllt, wo die offene Stelle ist und drückt ihn dann raus. Um den Bremsschlauch am Sattel abzumachen, mit einer 14er Gabel lösen. Und, dass es nicht so spritzt, das Ende des Schlauchs beim Runterdrehen mit in die Hand nehmen. Das war's im Best Case auch schon. Jetzt kann der neue Schlauch rückwärts wieder eingebaut werden. In diesem Fall wird der Schlauch am Sattel mit 24 Newtonmetern angezogen. Hier ersetze ich noch die Haltefeder und man kann richtig schön den Aufbau sehen und wie diese Zähne am Schlauch das Mitdrehen verhindern, damit man die Überwurfmutter, in diesem Fall mit 12 Newtonmetern, anziehen kann. An der Hinterachse ist der Aufbau zwar der gleiche, das Problem ist jedoch, dass die starre Leitung unter der schwarzen Kunststoffbeschichtung korrodiert, diese dadurch dicker wird und die Überwurfmutter somit festsitzt. Zusätzlich ist die kleine Mutter noch rund gerostet und man rutscht mit einer normalen Gabel einfach nur ab. Jetzt kommt aber der Clou. Zuerst entferne ich hier die Haltefeder, ihr seht auch gleich wieso. Zum Aufbiegen kommt man da nur schwer hin, für den Dremel aber reicht der Platz. Jetzt habe ich die Klammer hier losgelöst. Das heißt, ich kann das hier. So, jetzt sind die Haken frei aus dem Blech und jetzt kann ich das hier frei bewegen und muss aber hier trotzdem gegenhalten. Aber hier muss ich nichts mehr drehen, sondern hier muss ich es nur mehr drehen. Um den Schlauch selbst runterdrehen zu können, nehme ich den Sattel ab und drehe, also spanne den Schlauch ein wenig vor. Und jetzt habe ich die Überwurfmutter mit der Gripzange fixiert und drehe mit der Wasserpumpenzange den Schlauch von der Überwurfmutter und nicht wie vorne umgekehrt ab. Da der Schlauch am Sattel auch festgegammelt ist, benutze ich hier einen Kälterostlöser. Die Links zu allen Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt kann auch hier der neue Schlauch eingebaut werden, bei diesem E90 24 Newtonmeter am Sattel und 12 an der Leitung. In diesem Fall ohne Haltefeder, da ich sonst den Schlauch nicht anschrauben könnte. Als letzten Schritt noch entlüften, man kann da spezielle Ein-Mann-Geräte verwenden oder den ABS-Block ansteuern. Da es hier nur die Schläuche sind, werde ich hier klassisch mit dem Pedal durchpumpen. Achtet natürlich auf die richtige Flüssigkeit, hier ist es das DOT4 Niederviskos. Zum Entlüften pumpe ich wiederholt mit dem Bremspedal ein paar Mal, um den Druck aufzubauen und halte es auf Druck, damit eine zweite Person gleichzeitig die Entlüftung kurz öffnet, um die Luft rauszulassen. Und den Nippel aber auch schließt, bevor das Pedal zu weit absinkt. Auf. Zu. Zu. Oh, da war was. Auf. Tschüss und bis zum nächsten Mal.